eingeschaltet, Sargento. Du musst Rodriguez sein, der Revoluzzer. Du musst Javi sein. Bin ich nicht, aber wir haben keine Zeit für Erklärung. Javi meinte, du kannst ihm den Kram bringen, den er braucht. Ach, hat er das? Die schwarze Hand hat sein Zeug konfisziert, drüben beim Wasserfall. Wenn du sie erledigst, kannst du seine Ausrüstung zum Grabmal von Sumak bringen. Hier spricht Javi Huerta. Tut mir leid, dass wir uns nicht persönlich treffen konnten. Ich hoffe, dass...
deine Zeit wert, mein Freund. Das ist es. Versprochen. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Das ist vielleicht was, Javi. Ein Aquädukt. Mindestens 600 Jahre alt. Und seit seiner Entdeckung von der Schwarzen Hand unter Verschluss gehalten. Aha. Ich werde dir alles erklären. Versprochen. Im Flugzeug ist eine Karte. Da findest du meine Position. Ich hab deine Karte. Wo muss ich hin? Fangen wir lieber damit an, wo du herkommst. Dieses Aquädukt ist nicht ohne Grund hinter verschlossenen Türen versteckt. Seit Jahren sammle ich Beweise dafür, dass die Ureinwohner von Solis sehr viel weiterentwickelt waren, als man uns weismachen will. Aber die Espinosas mögen es nicht, wenn man ihrer Version der Geschichte widerspricht. Ich kam ins Gefängnis, meine Frau redet kein Wort mehr mit mir und mein Ruf ist ruiniert. Dein zwielichtiger Freund schien dich für ganz in Ordnung zu halten. Ich habe im Gefängnis Verbündete gefunden. Leute, die die Risse in der Fassade auch bemerkt haben. Jetzt helfen sie mir, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und wofür brauchst du dann mich? Ich glaube, ich habe den Weg zu Otto Rongos Grab gefunden, dem letzten Herrscher über Solis, bevor die Espinosas kamen. Laut den Geschichtsbüchern wurde Otto Rongo für zahlreiche Morde hingerichtet. Aber ich glaube, die Wahrheit ist viel komplexer und gefährlicher. Für wen? Die Espinosas. Und ihr Monopol. Wenn dieser Teil der Geschichte nicht wahr ist, was könnte dann noch alles falsch sein? Geschichte, Verbrechenstatistiken, Wahlergebnisse. Die Wahrheit ist für die Reichen nichts weiter als eine Ware. Gibt man genug Geld aus, katsching, und schon wird die eigene Lüge zum Gesetz. Du hattest eine Menge Zeit zum Nachdenken im Gefängnis, oder? Du hast ja keine Ahnung. Du findest mich am Eingang. Javi Huerta? Hast du alles bekommen? Ja, dein Versteck ist vorerst sicher. Willst du nicht die Waffe weglegen? Das ist keine Waffe, Señor Rodriguez. Das ist ein Relikt. Eine Figur von Otto Rongo. 16. Jahrhundert. Und damit wolltest du mich schlagen? Schlagen? Ich wollte weglaufen. Um sie zu beschützen. Sie ist sehr wertvoll. Ja, die Schwarze Hand war sehr interessiert an deiner Sammlung. Ja, nun, die Wahrheit ist eine mächtige Waffe. Oscar Espinosa befürchtet, ich setze sie gegen ihn ein. Und du glaubst wirklich, dass das Zeug in Otto Rongos Grab mir hilft, Espinosa zu erledigen? Erledigen?
Vielleicht nicht. Diskreditieren. Mit Gewissheit. Und das ist Otto Rongos Grab? Oh, nicht doch. Das ist nur das Grab seines Dieners Sumak. Aber ich komme hier gerade nicht weiter ohne meinen Zugmotor. Hast du ihn dabei? Verstehe. Also gut. Legen wir los. Dieses Objekt ist der Grund, wieso wir einen Zugmotor brauchen, Rico. Ich glaube, es ist irgendwie mit der unterirdischen Maschine verbunden. Benutz den Motor, um an dem Ding zu ziehen. Das klang nach irgendwas. Ich sehe was. Ein riesiger Kopf. Rico, folge ihm. Ich weiß jetzt schon, was das für ein Tag werden wird. Der große Typ und ich sind unten in der Höhle. Was siehst du? Im Boden ist ein Mechanismus eingelassen. Hat etwa dieselbe Größe wie der Kopf. Das ist ein riesiges Schloss, Rico. Und der Uma ist der Schlüssel. Kannst du ihn irgendwie mit dem Motor zum Mechanismus schaffen? Warum nicht? Irgendwas ist passiert. Eine Tür hat sich geöffnet. Das muss das innere Heiligtum sein. Dort schläft Sumak für alle Zeiten. Bitte, Rico. Da ist ein menschlicher Schädel mit einer Kerze drin. Zünde sie an und sei auf alles vorbereitet. Da steht etwas an der Wand. Und begraben. Es bleiben nur noch 5 Betten. Kannst du damit was anfangen? Nein. Klingt, als wäre es eine Zeile aus einem längeren Text. Es muss noch mehr geben. Wenn wir damit Espinosa schaden können, bin ich dabei. Gut. Bei anderen, die Otto Rongo nahestanden, wird es vermutlich andere Zeilen geben. Du solltest dir die Gräber seiner Familie und seiner Berater ansehen. Ich halte die... Augen offen. Sargento, was ist mit dieser Filmproduzentin, von der du gesprochen hast? War sie nicht Regisseurin? King, irgendwas. Du solltest dich mal mit ihr treffen, Mann.